Wir bekommen ein Intensivticket. Ja, ich weiß, Spiel, ich muss jetzt ins Dojo. Doch wir sind endlich wieder zurück. Unterdessen auf dem Pokémon-Platz. Hey, Ida! Warum seid ihr eigentlich nicht unterwegs, um das Team von Mal zu jagen? Du hast leicht reden. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Außerdem dürften die mittlerweile schon über alle Berge sein. Wir könnten es jetzt allerhöchstens noch bis zur Lapis-Höhle schaffen. Ich hatte mich ja auch an der Verfolgung beteiligt. Allerdings sind sie zum Feuerberg geflohen. Da kriege ich mich aber nicht in der Welt hin. Da gehe ich doch niemals hin, du. Und so habe ich dann ihre Spur verloren. Ich bin schließlich vom Team Pflanze, wie ihr wisst. Feuer und ich? Das geht gar nicht, Mann. Keine Ahnung, was danach aus dem Team von Mike geworden ist. Wenn man bedenkt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren. Hut ab. Sie sind echt aus einem anderen Holz geschnitten als ich. Was? Seid ihr doch für jämmerliche Waschlappen, ihr Penner? Pah. Und was ist mit deinem Team, Großmaul? Kannst du auch was anderes als hier nur große Töne zu spucken? Ihr hängt hier bloß auf dem Pokémon-Platz herum und dreht Däumchen. Tut dir Felix auch mal was. Los! Haltet uns doch da raus, kapiert? Schließlich haben wir das bereits eine sehr wichtige Aufgabe. Wir halten alle Welt über das unrühmliche Ende von Mike auf dem Laufenden. Also echt, das habt ihr euch ja prima ausgesagt. Ach du meine Güte, ach du liebes Lieschen. Was hast du denn mit dir alles? Mike ist endlich nicht von gestern, willst du sagen, wie? Ja, endlich. Mensch, wir sind die Nervensägen los. Nein, ganz im Gegenteil, Mike ist zurück. Was? Was sagst du da? Da drin. Mike! Steht ihr zurück? Hallo Leute, wir sind wieder zurück und haben Absol mitgebracht. Puh, endlich sind wir wieder zu Hause. Wir waren echt lange fort. Das hier ist also euer... Ganz genau, das ist unser Pokémon-Platz. Ich habe das hier alles irgendwie schon sehr vermisst. Hey, Pika! Ach, du bist es, Gengar. Lang nicht gesehen. Unfassbar. Woher nehmen diese Knilchen nur ein solches Selbstbewusstsein? Und wer ist überhaupt das dritte Pokémon im Schlepptau? Was du da erzählt hast, war alles an den Haaren herbeigezogen, Gengar. Mike hatte mit all dem überhaupt nichts zu tun. Er ist unschuldig. Was? Ist das wahr? Und ab. Wir haben nämlich Wunder getroffen und alles herausgefunden. Mike ist nicht ein Mensch aus der Legende. Als wir das erfahren hatten, machten wir auf dem Absatz kehrt und eilten zurück. Moment mal. Wer sagt denn, dass wir dem trauen können? Wer so eine Behauptung aufstellt, muss auch Beweise liefern. Beweise? Ganz genau. Hieb- und stichfeste Beweise. Ja, damit, und zwar Dali! Beweise. Aber wir haben keine Beweise. Ach, wie schade. Das nenne ich aber Pech. Aber trotzdem schön, dass du gekommen bist. Schön blöd, meine ich natürlich. Das erleichtert uns die Arbeit. So, meine Pokémon. Machen wir Mike fertig. Nanu? Was habt ihr denn? Wollt ihr ihn nicht, loswerden? Ich hab die ganze Zeit an Mike geglaubt. Auf dich falle ich nicht herein. Ich bin auch raus. Immerhin hat mir das Team von Mike die Haut gerettet. Ich hatte mich eh nur widerwillig an der Jagd beteiligt. Und das auch nur, weil du so darauf bestanden hast. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er wirklich so böse sein soll. Ich habe ebenfalls genug gehört. Ich glaube, Mike. Genau, wer braucht schon Beweise? Ey, Leute. Extrablatt, Extrablatt. Oh, Extrablatt. Oh. Was? Was ist denn das? Was ist das? Sieht aus wie eine Zeitung, oder? Okay, dann lese ich mal vor, was hier steht. Pokémon-Zeitung, Extrablatt, Mike schon schuldig. Mike traf wohl Luna unter den wachsamen Augen von Simsala. Er konnte den Beweis erbringen, dass keinerlei Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus ist zu erschließen, dass Gengars Behauptungen nichts als hinterhältige und böse Verleumdungen waren. Ende.
dieser. Ist mir weg von dir. Stehen geblieben, du Lügner. Du hast uns alle in das Licht geführt. Echt so, verfolgt ihn. Oh, endlich ist es alles vorbei. Wir kommen zurück. Danke, es tut gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück, ganz wie versprochen. Ich bin nur froh, dass Mike nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, und ich erst. Nun müssen wir von niemandem mehr davonlaufen. Also dann, Mike. Wir sind beide ziemlich erschöpft. Gönnen wir uns eine Mütze Schlaf. Unser Retterteam ist ab morgen wieder einsatzbereit. Geben wir alles. Oh yeah. Am nächsten Morgen. Alles wieder normal. La 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 la. Alles so fröhlich. Nichts Böses. Guten Morgen, Mike. Hast du gut geschlafen? So, jetzt können wir als Retterteam wieder voll durchstarten. Flap, flap. Klonk. Pleeper hat wieder Post für uns. Lass uns wie gewohnt unser Bestes geben, Mike. Genau, wir gucken uns mal an, was wir hier bekommen. Nach Post sehen. Nummer 10, Tipps für Rettungsaufträge. Um Rettungsaufträge zu erledigen, die auf dem Infobrett der Pleeper-Post ausgeschrieben sind oder dir per Post zugestellt werden, reicht es aus, dich in den jeweiligen Dungeon zu begeben. Beachte bitte, dass angenommene Aufträge nicht erledigt werden können, falls sie inzwischen zeitlich von dir als inaktiv markiert wurden. Okay. Ein Brief von Pleeper. Hey, super, dass du zurück bist. Jetzt kann ich dir wieder die Post bringen. Ich habe dich schon mit voll bepackten Schnabel erwartet. Demnächst gibt es wieder jede Menge Post. Also sei bereit. Der fliegende Postbote Pleeper. Oh, süß. Ihr seid alle super toll. Ich hab euch alle lieb. Na, 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 na. Hi, hi. Wie geht's euch so? Das Team von Simsala ist schon aufgebrochen, nicht? Groudon. Das legendäre Pokémon aus alten Mythen. Es beunruhigt mich schon. Aber ich denke, Simsalas Team macht das schon. Oh, ich war tatsächlich davon überzeugt, dass du schuldig bist. Es tut mir leid, dass du so eine furchtbare Zeit durchleben musstest. Gengar, du bist aufgehetzt. Es tut mir sehr leid. Oh je, es tut mir alles so leid. Entschuldige, dass ich dich verdächtigt habe. Immerhin entschuldigen sich jetzt alle. Das ist doch super. Na, na, na. Na, 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 na. Ja, ja. Ich bin froh, dass du nicht mehr unter Verdacht bist, Mike. Ich wusste von Anfang an, dass du nicht böse sein kannst. Ich hoffe, ihr macht weiter so tolle Arbeit als zweiter Team. Das machen wir, das werden wir machen. Hi, Wesser. Was bin ich doch für ein Narr? Ich hätte nie gedacht, dass meine alte Geschichte so einen Aufruhr verursachen würde. Versteht nämlich gar nichts. Nur weil ich so übereifrig davon erzählt habe, hätte ich bloß den Mund gehalten. Ach, Wesser, ich nehme das nicht übel, du. Wir sind immer noch Bros, ne? So, für den Rest der Folge. Ich wusste es. Ich dachte mir schon, dass das nur ein Fehler sein könnte. Du siehst nicht so aus, als wärst du zu etwas Bösem fähig. Ich werde weiterhin auf deine Sachen aufpassen. Verlass dich auf mich. Das ist aber lieb von dir. Wir wollen mal ein paar Sachen abholen. Unter anderem unsere ganzen Tickets. Alles bitte. Habe ich alle jetzt genommen? Nein, ich habe immer nur eins genommen. Was? Was? Als ob. Noch was für mich tun? Lagern kannst du was für mich. Hitzekoller brauchen wir nicht. Und Hyperstrahl auch nicht. Fürs Erste. Aber TMs immer dabei zu haben, ist immer gut. Ja. Dann abholen. Die Tickets natürlich. Ich kann nur zwei mitnehmen. Dann nehmen wir erstmal das S-Ticket und dann nochmal ein A-Ticket. Dann werden wir, wie gesagt, in der Rest der Folge noch ein wenig üben. Das hier ist das Makuja-Dojo. Je härter du trainierst, desto stärker wirst du. Ja, ja, ich hätte gerne ein super Intensiv-Ticket S. Mit wem wollen wir das machen? Mit mir. Zwei Arten von Training. Pflanzentraining und Gifttraining. Ich würde sagen, wir machen das Pflanzentraining. Ja. Na, nichts wie los. Fangen wir an. In der nächsten Folge wird dann wieder alles normal. Wir bereiten uns dann für Groudon vor. Dun, 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 dun.
Komm schon, besiege es. Nein, warum Egelsamen? Das ist gerade kein... Boah, sowas von verschwendet bisher. Oh, ein Kabutops, geil. Ist ja anscheinend 1 Pokémon, deshalb ist es ja klar, dass es das hier gibt. Aber ich habe es noch nie gesehen hier, also. Finde ich cool. Können die Gegner... Alter, da hinten sind die ganzen Gegner. Jetzt sind sie hier, jetzt sind sie hier, jetzt sind sie hier. Perfekt. Auf sie mit Gebrüll! Oh, jetzt habe ich Egelsamen angehabt. Oh, ist egal, passt schon, ist egal, passiert. Krebskorb. Nein, verdammt, ich will die hier noch killen, den Gang. Mindestens die im Gang will ich noch killen. Warum soll ich immer Egelsamen der sein? Offenlegung. Schlammbad ist schlecht. Nein. Jetzt noch, schnell. Zählt es noch? Es zählt noch, oder? Es zählt noch, okay. Okay, das zählte noch. Die Gang habe ich also zumindest noch besiegt. Levelaufstieg bis Level. Ja, ein Level ab. 25. Immerhin. Wachstum? Nein. Nein, danke. Ich möchte weiter trainieren. Ein weiteres S-Intensivtraining. Für Beep, oder? Ne, für Pika. Pika würde ich sagen. Ja. Dann nichts wie los. Und danach noch für Beep ein paar. Normale. Ne, nicht normale. Die das zweite da. Ach, ich habe ja noch die Link-Attacke, deshalb wird das jetzt doppelt so lang dauern. Verdammt, daran habe ich nicht gedacht. Egal, wir kriegen schon richtig was raus hier, denke ich mal. Warum müssen die ganzen Pokémon da rechts sein? Können die nicht zu mir kommen? Kommt die im Gang, müssen noch killen. Nach oben, nach oben, nach rechts. Da, hier sind die meisten, hier sind die meisten. Die kriegen wir noch. Ah, schaffen wir nicht. Aber ein, das Meryl kriegen wir noch. Komm, ein noch. Na, ah, warum das Pokémon? Egal. Das kriegen wir zumindest jetzt noch down. Okay, passiert. Und was kriegen wir? Levelaufstieg auf Level 22. Also zwei Level-Ups. Boah, ich bin aufgestiegen. Offenlegung. Oh, nö, bitte nicht Offenlegung. Warum krieg ich so blöde Attacken? Ich will. Überwindet Schutzschild, alles, wisst schon, die Schutzattacken. Aber will ich nicht. Da, 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 da. Ich will weiter trainieren. Du, mein Freund. Intensivticket für Beep. Der soll Stahltraining machen. Besonders viele EP. Dann let's go. Es ist so lange her, dass ich Beep gesehen habe. Es ist so schön, wieder ein Teammitglied zu sehen. Wir sind endlich wieder von unserer Durchreise. Das war übrigens der größte Teil der Story, der darauf basiert. Also zumindest Gameplay-Story. Die Story ist also noch lange nicht vorbei. Aber das war auf jeden Fall der größte Teil der Story. Finde ich. Also hier der längste, der am längsten dauert. Jetzt kommt noch Groudon. Und danach? War es das dann vielleicht? Ist Groudon an allem schuld? Und das war's dann? Da, das werden wir noch herausfinden, Leute. Ich weiß natürlich, aber ich sag's euch nicht. Aber selbst wenn die Story vorbei ist, werden wir natürlich dann noch weiterspielen. Wir werden immer noch weitermachen dann. Beeilung, Beeilung. Bam. Komm, das machen wir noch down. Das Pantimos. Bam, Crit. Als ob ich verloren habe. Uff. Wie viele Level sind's? Mindestens eins, komm schon. Ja, es ist eins. Na, immerhin. Ein neuer Level. Beep, beep. Bzz, bzz.
Das wäre doch toll. So, reicht. Nein, reicht fürs Erste. Machen wir den nächsten Jahr wieder weiter. Ich habe halt nicht so viel Lust auf die. Lagern wir dann mal die anderen schon mal. Wir begrüßen nochmal die anderen Pokémon hier. Ach, ich habe an die gezweifelt, es tut mir so leid. Lass uns bitte einen Neuanfang versuchen. Viele Kinder attacken auch immer fleißig. Okay, dankeschön. Was sagt Kecleon? Es tut mir leid. Ich habe dich tatsächlich nicht für unschuldig gehalten, Mike. Aber es freut mich ungemein zu hören, dass du von allem reingewaschen bist. Hoffentlich sagst du jetzt nicht, dass du nie wieder bei mir einkaufst. Naja, also ich werde schon wieder Jacken kaufen. Bei denen kann man normale Items kaufen. So, Billikart, hey, hast mein Geld noch? Bitte verzeih mir. Wie kann man eine Bank führen, wenn man seinen Kunden nicht vertraut? Aber jetzt werde ich mir noch mehr Mühe geben. Ich hoffe, du nimmst auch weiterhin meine Dienste in Anspruch. Werde ich. Wir kommen in das Billikart. Momentan haben wir das ein ganzes Geld. Ja, ich zahle mal ein wenig was ein. Ja. 1400. Ach so, nein, das zahle ich ein. Ach, passt schon. Ein Top-Ether bekommen wir dafür. Ja, komm, Mamas Runde 4000. Das heißt, wir brauchen, so. Nee, verdammt. Ach, ich kann nicht zählen. Wir packen das erstmal rein. Ich kann aber nicht zählen, ey. Oh Mann. Ich bin gerade so irgendwie verloren, wenig. Das bitte auf 8 und das dann auf 7. Ja, jetzt sind es 4000. Ich kann noch zum Teil zählen. Plululuf, ich war überrascht, dass du deine Freundin in Camps einfach zurückgelassen hast. Aber ich bin froh, dass du heil zurückgekommen bist. Was? Ob ich dich verdächtigt habe? Ja, schon, aber nur ganz stark. Entschuldige, Tratala. Camps, hurra, wir haben was für alle da. Willkommen am Klulluf Camp. Versuche. Was mit Vulcano eigentlich? Oh, Glutebene. Könnten wir uns eigentlich holen, ne? Guck mal, wie viele neue Pokémon wir haben. Ditto könnten wir auch rekrutieren. Auch Lavados, Zapdos und Avados. Lavados. Besondere Erschließungsart. Wahrscheinlich, wenn man die dann im Rematch besiegt. Es gibt auch Rematches, wo man dann sehr wahrscheinlich die Pokémon bekommen kann. Ihr seht schon, wie viele Seiten wir jetzt gefüllt haben durch unser Abenteuer. Mhm. Ich würde sagen, wir nehmen doch nochmal etwas Geld ab. Ah Gott. Naja. Wir haben noch etwas Zeit. Abheben möchte ich gerne noch etwas. Nicht alle 4000. Wir nehmen mal so 2000 ab. Mhm. Und dann bezahlen wir mal ein paar Orte. Ja, die Overworld-Steuerung, da muss ich mich noch gewöhnen. Die ist nicht so geil. Aber die muss ja auch nicht unbedingt so geil sein, ne? Hier von Vulcano. Die Glutebene, die würde sich lohnen. Die kaufen wir. Dann passt mal auf. Tadada, kämpfst du ra. Wir haben was. Tadada. Tada. So. Du Europe. Aber es ist halt nur Europe. 6000 gebe ich auch noch nicht aus, ey. Disziplinberg. Das wäre auch was. Das kommen wir. Disziplinberg kaufen wir uns. Dann passt mal auf. Tada, tada. Da da da. So eins können wir uns noch gönnen. Was mit Pantimos eigentlich? Oh, das alte Labor ist zwar geil, aber. Nein, du. Was ist mit euch? Ist ja zu teuer. Geht nicht. Weberak. Nee. Ist zu expensive, Leute. Oh Gott, ist alle so expensive. Verdammisch, du. Was mit dir, Tanzer? Du Miesel? Steckmark? Magby, komm schon. Oh, 5000. Jupiter? Oh, was? Könnten wir machen. Klippenberg. Ich weiß nicht. Ich guck noch mal ein wenig. Ich weiß nicht, Klippenberg. Soll ich es wirklich holen?
Man sieht ja, aber ich kann es uns alles andere nicht leisten. Die sind so verdammt teuer in diesem Spiel. Waren die schon immer so teuer? Oder hat man einfach früher viel mehr Geld bekommen als jetzt? Die können wir alle uns... Aber es ist dann nur Pupanze, das lohnt sich nicht. Nee, dann würde ich sagen, holen wir uns noch den Stahlberg. Den Klippenberg meine ich, sorry. Den Klippenberg holen wir uns noch und das war's dann. Das erste. Tada! Das ist doch nice. So, reicht fürs erste. Ja, ja, reicht fürs erste. Gehen wir hier zum Belieber-Boss. Was meinst du, mein Sohn? Achso, das hatten die schon. Das hatten wir schon. Naja. Gucken wir mal auf dem Infobrett. Belohnung. Sind nicht so geil, die Belohnungen. Aber die sind einfach alle. Außer das hier. Das mache ich nicht. Das ist schwerer. Aber um ein macht Orb. Nee, mache ich nicht. Finsterforst. Die sind alle eigentlich einfach. Ich nehme die mal einfach mit. Das hier nicht, weil seltsam Höhle ist schwer und das möchte ich momentan noch nicht machen. Deshalb, ja. Yep. Das hier gucken wir uns demnächst auch nochmal an, aber ich würde sagen, erst nach der Hauptstory. Jetzt momentan noch nicht. So, wir haben ganz viele Regenbogengummis. Die würde ich gerne verteilen, wenn das okay wäre. So, Beep. Du wirst erstmal als Favorit markiert. Und die gebe erstmal einen Gummi, einen Regenbogengummi, darfst du essen, du. Nom nom nom. Intensiv um 1 erhöht. Das ist auch schön. Dann gebe ich mir selbst nochmal eins. Ja. Nom. KP um 1. Und ich kann, ich habe Harmonie, aber ich kann zu halbieren ändern. Ach, das hier wird dann passieren. Großer Apfel, perfekter Apfel, Top-Elixier und Bilderleber-Samen werden dann zu den normalen Items. Möchte ich für mich selber nicht benutzen. Ich bleib bei Harmonie. Ja, Harmonie soll bleiben. Gut. Pikachu. Ich will auch mal, dass du was erlernst hier. Zack. KP um 1. Was ist eigentlich ein DX-Gummi? Kann Pikachu nicht sowas erlernen? Doch, der kann auch ein Talent erlernen, oder nicht? Aber kriegt er gerade nicht. Na egal. Wo ist eigentlich Absol? Da würde ich gerne noch mal kurz hin. Absol. Achso, wir haben ja mehrere Seiten. Das habe ich ganz vergessen. Früher muss man, glaube ich, immer scrollen. Ah, hier ist Absol. Finsterkamm. Ist ja ein Unlicht-Pokémon, deshalb passt das ja. Du bist auch ein Favorit. Und dir gebe ich nichts. Ich wollte nur als Favorit beginnen. So. Ich würde sagen, ein paar Aufträge machen wir noch. Oder so. Oh, was? Illusionshülle wurde freischaltet. Angeblich gibt es einen sonderbaren Dungeon, der nur sehr selten auftaucht. Manche behaupten, es handele sich dabei lediglich um eine Illusion. Es heißt, man könne dort viele praktische Items für Abenteuer finden. Ach, die ist zeitlich begrenzt. Illusionshülle. Dann ist viel los. Ja. Warte, Items geben. Du sollst das tragen. Ich hab's nicht dabei. Oh ne, ich glaube, ich hab's wirklich nicht dabei. Ich hab auch so viele random Sachen dabei. Ach, dann nicht. Einfach rauf da. Illusionshülle! Tück, tück, tück. Da aber mehr. Let's go. Ist wohl nur so rum. Trainieren da. Belebersamen und ein Flieh-Orb. Ey, das ist geil. Aber wir haben ja kein Zeitlimit. Auch ein Belebersamen? Oh mein Gott, das sind normale Belebersamen vor allem. Das sind keine Mini. Das sind normale. Oh, wie geil. Euch ignorieren wir erstmal. Wir erkunden diesen wunderschönen Dungeon. Ich meine, schaut ihn euch doch mal an. Der könnte mir nicht sagen, dass er nicht wunderschön ist. Bam, ba, na, na, na.
und ich muss was ändern. Ich weiß jetzt, warum Egelsamen nicht dabei war bei den Haken. Denn jetzt mache ich es wieder hab aus. Denn es wird so oft gespammt und das gefällt mir nicht. Einen Teambeleber! Oh, wieso? Oh, das ist richtig geil für Items. Hi, Mogelbaum. Oh, da gibt mir eine Falle. Blödmann, komm her. Bam. Was hast du da? Ja. Nimm ihn auf, bitte. Oh mein Gott, ja. Was gibt's noch so Geiles? Ist das noch einer? Ja, natürlich. Oh, oh, oh mein Gott. Das ist ja ultra geil. Warum war ich hier noch nicht vorher? Hiermit wäre ja der Lavados-Kampf easy geworden. Naja, immerhin. Oh, ein großer Apfel. Alter, hier gibt's ja die geilsten Items, Mann. Ich muss gucken, was ich mitnehme. Oh, und war es nicht. Hi, Mogelbaum. Tschüss, Mogelbaum. Nice. Ich weiß nicht, wie lange das geht, aber ich beschwere mich nicht. Vielleicht kriegen wir sogar ein paar Leute zum Rekrutieren. Das ist auch cool. Gerade sage ich's. Ja klar. Warum nicht? Einfach mal alle ja sagen. Ich werde euch aber nicht wiederbeleben, du, ne? Ich werde die selber behalten, die Belebersamen. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Das ist sogar eine Fähigkeit. Falschen. Senkt die Preise von Items, die in Läden und Dungeons angeboten werden. Also bei Keklion. Oh mein Gott, wie viele Belebersamen. Ich bin so glücklich, wenn ich hier bin. Oh meine Güte. Na, 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 na. Noch einer? Alter. Ihr wisst gar nicht, wie geil ich das finde, dass hier so viele Belebersamen sind, Mann. Ich liebe Belebersamen. Das ist mein Lieblings-Item, Mann. Ey, ey, ey. Oh, hier ist schon die Treppe. Dun, dun. Mir ist egal, wie lange der Gang schon geht. Wir haben, ich hab schon, das war schon worth it, Alter. Das war definitiv schon worth it. Oh, push. Nice, danke. Aber ganz mal, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wie lang geht denn bitte dieser Dungeon? Der geht ja echt schon ziemlich lange. Für so einen normalen Dungeon? Na, geht ziemlich lange jetzt nicht. Wirkt vielleicht nur so auf mich. Komm. Wir machen noch auf jeden Fall noch den Dungeon fertig und dann beenden wir die Folge. Als ob der auch noch mit will. Ja. Ja, warum nicht? Naja, hier ein großer Apfel. Den nehmen wir mal mit, du. Was nehmen wir dafür weg? Eine Linkbox. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. Vielleicht geht's bis U10? Oh, no, ho, ho, ho. Ah, verdammt. Oh je, yeah. Ah, Hilfe. Dann let's go, runter hier. Tudin. Hätte ich auch machen sollen, merke ich gerade. Oh Gott. Und wie es laggt. Oh Gott, wie es laggt. Tut mir leid dafür. Da kann ich aber leider nichts dran machen, ja. Ja, ein Fliehorb, der ist schon. Mit dem Fliehorb kann man schon was machen, du. Tun wir mal Taubsamen weg. Ich bin der Einzige, der nicht drauf getreten hat. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Wie viele verdammte Belebersamen gibt es hier? Das ist doch unmenschlich. Aber geil. Ich wette mit euch, da oben ist das Ende. Weg mit dir! Bam! Nice. Oh oh. Oh oh. Upsi.
Ladybug, ja Mann! Aber Sonnenflora und Visor haben wir schon. Deshalb werde ich die nicht reintun, aber... Ladybug hätte ich gerne. Das ist jetzt blöd, dass Ladybug jetzt von den anderen Ladybugs gekillt wird, weil er ein Verräter ist. Ladybug, nein! Ich gebe den Belebersamen. Ich habe es nämlich so lieb. Ich gebe dir einen. Bam! 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 Alle kriegen Damage. Oh, aber Ladybug tankt alles. Leider. Oh nein. Bam! Okay, ein Problem ist von der Welt. Nein. Nein, Ladybug. Ich gebe dir eins noch. Eine Chance gebe ich dir noch, Ladybug. Okay? Bam! Bam! Nein, verfehlt! Nice! Ich? Yes! Level 26! Nice! Oh, ein Teambeleber. Oh, wie geil! Und noch ein. Ich bin hier im Paradies. Ich bin hier einfach wirklich im Paradies, Leute. Okay, aber jetzt müssen wir wirklich weg. Wie lange geht denn die Höhle noch? Oh mein Gott, wie viele Gegner sind da? Ich bekomme langsam Hunger. Dann esse ich den einfach mal. Dann esse ich den einfach mal. Warum nicht? Oh, hier ist ja gleich noch einer. Was ein Wunder. Hätte ich ja gar nicht gesehen. Ach, ist das cool. Ja, macht mir den Lahm auch weg. Kein Bock auf den. Ja, die ignorieren wir da unten, die Ladybugs. Die da unten chillen. Da kommt ein Gegner auf uns zu, aber wir ignorieren ihn und gehen im Kreis, nur um dann zu bemerken, dass es hier kein Ende gibt? Was? Es gibt hier kein Ende. Hier ist kein Ausgang. Oder bin ich gerade blind? Entweder ich bin gerade der blindeste Blindfischer auf dem ganzen Ozean oder es gibt hier keinen Ausgang. Ich bin blind, ich sehe es gerade unten links. Hey, nein, ich kann nichts machen. Die anderen greifen auch nicht mit an. Ich bin tot, oder? Nee, doch nicht. Bam. Da kommt ein Gegner auf uns zu, aber wir sind schneller als er. Hier unten, ganz unten hier. Wo denn? Nein, was mache ich denn? Ach, verdammt, jetzt muss ich doch kämpfen. Ja, ist mir egal, ob die Sonnenflora sterben. Die werde ich ja eh nicht mitnehmen. Ich möchte von jedem eigentlich nur eins haben. Von daher. Doch, doch, hier unten. Nicht? Okay, dann bin ich doch blind. Bei den Ladybugs? Ich bin... Oh. Ja, bei den Ladybugs. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Du, 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 du. Kill sie alle. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte nur gerade. Egal. Dich kennen wir noch. Was haben wir hier, Pikachu? Oh, ja, natürlich nehmen wir den mit. Den Schlafzweig würde ich aber schon gern behalten. Alles voll mit Belebersamen. Ich glaube, wir werden demnächst bei Groudon gar keine Probleme du haben, du, Ach, komm, aber das weg. Beleber ist mir alles wert, Leute. U9. Badam, 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 badam. Oh, hier ist direkt die Treppe. Nehme ich gerne an. U10, wie lang geht denn das? Ich würde die Folge halt schon jetzt gerne gleich beenden. Weiß nicht, ich hoffe, ich überziehe nicht wieder. Aber selbst wenn, passiert halt so. Ist es auch nicht das Schlimmste, finde ich. Hier unten ist noch ein Item. Ja. Können wir mal mitnehmen, so ein Top-Elixier. Ich habe einfach nichts mehr Platz, du. Was ist denn das? Ich würde sagen, ich lege einen großen Apfel ab und esse ihn dann. Nein, nicht Beep. Mich verdrückt. Oh Mann. Ist das ein Belebersamen? Immerhin. Immerhin ein Belebersamen, Leute. Ja, mach Plosivsamen dafür weg. Belebersamen ist mir, wie gesagt, alles wert. U11.
ne? Ich bin mit meiner Gang hier am Start. Nö, 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 nö. Meine Cousins und Cousins. Yeah, Mann. U12. Und immer noch kein Ende weit und breit in Sicht. Bam! Ja, ich habe nichts dagegen, weil einer meiner Teammitglieder sterben wird. Ne, ich belebe die nicht. Ich bin geizig. Jetzt bin ich reich, Leute. Durch diesen Dungeon bin ich dann wirklich reich. Und werde bei Groudon gar keine Probleme haben. Sichler! Yes, ich will Sichler im Team haben, unbedingt. Ba-ba-da-bam, ba-bam. Oh nein, ich muss sie vor Sichler stellen. Uah, war gegen das Auge. Ja, das kannst du killen, ist mir egal. Das Vieh ist mir soweit auch egal, du. Oh, guten Tag, Leute. Wie geht's denn so? Bam! Ist das ein Belebersamen, den wir dann sehen? Falls einer sein sollte, Sichler, werde ich ihn mir krallen. Wie Team Krall, ich will das krallen werde. Verdammt. Machen wir das Elixier doch lieber weg. Und weiter geht's. U3A18. Bitte, bababam. Das ist ein Shop. Was hat ein Shop in so einem Dungeon? Das interessiert mich mal. Ich bekomme langsam Hunger. Ach, das wird schon kein Problem. Ich werde bestimmt schon irgendwo einen Apfel finden. Bam! Guckeball ist schon instant tot. Du auch. Nice, epic. Hier oben ist ein Shop. Dum, da, dum, dum. Oh, ein Moment. Oh, Rabatt? Ich glaube, ich bin hier im Paradies. Warte, sag mir nicht, das sind alles Belebersamen. Oh mein Gott. Warte, ich kann es mir nicht leisten. Ich kann es mir aber nicht leisten, ich habe kein Geld. Ja, dann tut mir leid, dann lasse ich es lieber. Was? Was passiert da? Was passiert da? Was passiert da? Wieso ist tot? Lass Wieso tot sein. Solange mein Sichler nicht stirbt und mein Ladyball. Die beiden, die ganz hinten sind, die nicht sterben dürfen. Bam! Lass bitte Ladyball in Ruhe, du Blödmann. Greif eins meiner Sonfloras an. Das sind meine Beschützer, du. Da oben ist der Ausgang. Hier, da kannst du so einen Flora killen. Das würde besser sein, du. Na, oh, schade. Ne. Oh, es ist vorbei. Ich wollte gerade sagen, wenn es noch weitergeht. Ne, ist vorbei. So ein Flora scheint deinem Team beitreten zu wollen. Kann sich wohl im Camp Dschungel niederlassen. Wir lassen mal erstmal da. Wir können ja später noch Tschüss sagen. Ja, das andere sagen wir auch erstmal. Ja, ich kann es ja später noch Tschüss sagen. Von daher. Mal ist mal da. Ladybar! Kann sich im Hochnebelwald niederlassen. Natürlich lassen wir dich da. Ein neues Pokémon in unserem Team. Und Sichler! Geil, Mann, im Wildwucherwald. Yes, Mann. Voll geil, Alter. So, wie es musst du leider sterben, aber. Es muss Opfer geben. So, und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon. Haut rein!